Klimaziele voranbringen, daran wird nicht nur in Karlsruhe gearbeitet. Ein Baustein ist die Energieerzeugung und dafür gibt es auch auf dicht bebauten Flächen Potenzial. Das zeigt auch der Blick von oben auf Karlsruhe und seine Umgebung. Wenn man mal so mit den gängigen Programmen mal den Blick auf Karlsruhe wirft von oben, schaut sich das an, dann ist es eigentlich erschreckend, wie wenig PV-Anlagen bisher gebaut wurden. Das heißt, große Gewerbeflächen können noch, Gewerbehallen können noch genutzt werden, aber auch auf vielen Wohngebäuden ist noch keine PV-Anlage installiert. Also das Potenzial in Karlsruhe ist noch riesig. Durch die Zusammenarbeit der Karlsruher Stadtwerke mit der Volkswohnung konnten jetzt immerhin 100 dieser potenziellen Flächen ausgenutzt werden. Ein Prozess, der aufgrund komplizierter Gesetzeslage erst einmal Fahrt aufnehmen musste. So richtig gestartet haben wir vor 4 Jahren mit den ersten Überlegungen. Da sind wir aufeinander zugegangen. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir das ermöglichen können, Mieterstrom, wie wir es umsetzen können. Das braucht einfach einen gewissen Vorlauf, weil die Regelungen, die Gesetze sehr komplex sind. Und da sind wir mit der KESS ins Gespräch gekommen, unserer gemeinsamen Tochter, also Volkswohnung und Stadtwerke, mit einer gemeinsamen Tochtergesellschaft, die KESS, im Gespräch und haben dann einfach angefangen zu bauen vor 3 Jahren. Da haben wir die ersten Anlagen gebaut. PV-Anlagen auf Dächern zu installieren, dafür ist normalerweise der Eigentümer verantwortlich. Auf Neubauten mittlerweile Pflicht, sieht es bei bereits bestehenden Gebäuden häufig noch leer aus auf dem Dach. Geeignete Objekte der Volkswohnung für die Installation einer PV-Anlage zu finden, das war auch eine wichtige Aufgabe im Projekt 100 Dächer. Die Herausforderung für bestehende Gebäude ist zunächst mal, Dächer zu identifizieren, die auch noch eine Tragfähigkeit für die nächsten 20 Jahre haben. Solange sind die Photovoltaikanlagen ja auf dem Dach und wollen betrieben werden. Und da wäre es jetzt nicht gut, wenn da ein Sanierungsbedarf ist. Dann haben wir eine Herausforderung in den Flachdächern, weil da an die Haut herangegangen werden muss, aufgeständert werden muss und Undichtigkeiten entstehen können. Satteldächer sind da viel besser. Mieterinnen und Mieter in Gebäuden der Volkswohnung, auf denen die PV-Anlagen nun installiert sind, profitieren auch finanziell vom selbst erzeugten Strom, zumindest im Vergleich mit Ökostrom. Mit Strom aus konventionellen Energien kann der sogenannte Mieterstrom momentan allerdings kostentechnisch noch nicht mithalten. Dennoch, die 100 Dächer sind nur ein Etappenziel. Mit dem Projekt 100 Dächer Plus möchten die Beteiligten den Ausbau der PV-Anlagen weiter vorantreiben. Denn Karlsruhe hat nicht nur viele freie Dächer, sondern auch mit die meisten Sonnenstunden in ganz Deutschland. Gute Voraussetzungen also für mehr Strom durch Sonnenenergie für Karlsruherinnen und Karlsruher.